Ich zeige Ihnen heute, wie man Apfelbeignets zu Hause schnell und einfach selber machen kann. Als erstes machen wir jetzt den Ausbackteig für die Apfelbeignets. Und zwar wie folgt: Wir geben Mehl in eine Schüssel, geben etwas Weißbier oder je nach Geschmack auch Weißwein oder Apfelsaft dazu und rühren das Ganze mit einem Schneebesen erst einmal klumpenfrei zusammen. Wir nehmen dazu Bier, weil Bierteig, wird ein Bierteig zum Ausbacken. Es ist in der klassischen Küche ein sehr guter Teig zum Ausbacken. Wenn wir den Teig fertig haben, decken wir ihn erst einmal mit etwas Sonnenblumenöl ab, entkernen und schälen wir unseren Apfel. Dann schneiden wir unseren Apfel in ca. 1 cm breite Scheiben und marinieren ihn mit etwas Zucker und einem Schluck Zitronensaft. Um unseren Teig fertig zu stellen, trennen wir jetzt die Eier. So. In unser Eiweiß schlagen wir dann mit einer kleinen Prise Salz ins Rührgerät bei einer kalten Masse. Okay. In diesen Eischnee geben wir jetzt vorsichtig unter unsere Masse. Das Eiweiß ist dazu da, um den Teig mit mehr Volumen auszustatten, damit er dann beim Ausbacken auch schön aufgeht, braun wird und der Teig nicht zu fest ist. Um unsere Apfelringe auszupacken, habe ich vorher schon ca. 750 ml reines Pflanzenöl in einen Topf gegeben und erhitzt. Um die Apfelringe auszupacken, bräuchten wir eine Temperatur von ungefähr 160 Grad. Das kann man zu Hause ganz einfach feststellen, indem man ein Holzstäbchen nimmt und beobachtet, ob vom Holzstäbchen aus im Öl Blasen aufsteigen. Dann nehmen wir unsere Apfelringe und tauchen die in unseren schönen Ausbackteig. Ein wenig abklopfen. In der Zeit, in der unsere Apfelringe im Öl ausbacken, bereite ich noch einen Pflaumenkompott in Portwein zu. Dafür habe ich etwas Portwein, Orangensaft und Zimt in einen Topf gegeben. Das Ganze erhitzt und jetzt tue ich meine gefrorenen Pflaumenhälften da hinein und tue sie langsam in diesem Sud köcheln lassen. Wie wir feststellen, dass unsere Apfelringe schön ausgebacken sind, sieht man, der Teig wird dann am Rand leicht braun. Das ist der ideale Zeitpunkt, um die Apfelringe zu wenden. Nehmen wir sie aus dem Öl und legen sie auf einen Teller mit Backpapier, um sie etwas abtropfen zu lassen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de